Willkommen zu Plenum TV, das Magazin für Oberbayern. Heute mit folgenden Themen: die Energieblockade. Die Grünen werfen der Staatsregierung vor, sie würde eine Totalblockade veranstalten in Sachen Ausbau der regenerativen Energien. Dann entdecken wir vielleicht wieder das deutsche Diplom. Die Freien Wähler wollen diesen renommierten alten Studienabschluss wieder einführen. Das steht zur Diskussion. Und wir bereden ein wichtiges Thema. Die Deutschen werfen knapp 100 Kilo an Lebensmitteln im Jahr weg. Dazu die provokante Frage: Können wir es uns überhaupt leisten, weniger Lebensmittel wegzuwerfen? Beginnen wollen wir mit einem alten, renommierten Studienabschluss, dem deutschen Diplom. Die Freien Wähler wollen diesen Abschluss wieder aktivieren aufgrund der Praxisnähe und aufgrund des bekanntermaßen hervorragenden Renommees, den der deutsche Diplomingenieur beispielsweise in der Welt nach wie vor genieße. Mal sehen, was Bayerns Kultus- und Bildungs- und Wissenschaftsminister Spähnle dazu zu sagen hat. Das Landesparlament könnte ein Diplom beschließen, aber die gemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz über die Anerkennung und Akkreditierung von Studiengängen würden dazu führen, dass diese bayerischen Spezialstudiengänge nicht anerkannt werden. Also das ist gut gemeint, aber kräftig neben dem Ziel. Soweit also Minister Spähnle zum Thema mögliche Wiedereinführung des Diplomabschlusses. Und auch im Bayerischen Landtag gehen die Meinungen dazu weit auseinander. Diplom hat hier einen guten Ruf, hat ihn nach wie vor, und es ist schade, dass es den nicht mehr gibt. Wir plädieren also für die Wiederbelebung des deutschen Diploms. Also die Idee von Bologna war eine sehr gute, denke ich. Es ging ja darum, eben international besser sich auch vernetzen zu können, eben auch die Studiumsplätze leichter wechseln zu können. Was jetzt der Fall ist, ist, dass wir zu wenig Masterplätze haben, nach wie vor. Und was der Fall ist, dass es wahnsinnig verschult ist, dieses neue Studium. Und ich weiß noch, ich habe sehr genossen, dass ich mich sehr kritisch irgendwo auch reinknien kann und richtig vertieft dran gehen kann. Das würde ich aber allen Studierenden auch wieder wünschen, dass das geht. Also anders gesagt, keine neuen alten Sachen wieder einführen, sondern eine Reform dessen, was wir jetzt haben, und wirklich gute Angebote für die Studierenden. Ob sich ein Abschluss Diplom oder Master nennt, ist zunächst mal irrelevant. Die Qualität des Inhalts zählt. Diplom ist einzügig und wir haben jetzt mit Bachelor und Master etwas Mehrzügiges. Es würde auf jeden Fall einen Rückschritt aus dem Bologna-Prozess bedeuten, und nicht umsonst haben 48 teilnehmende Länder sich damals entschlossen, einen Abschluss zu fassen, der überall anerkannt wird und der überall erkennbar ist. Das heißt, gerade in der Globalisierung ist es ja wichtig, dass wir keinen Abschluss machen, der für andere Länder nicht vergleichbar ist. Insofern müssen wir das auf jeden Fall ablehnen, denn es besteht auch jetzt im Bachelor und im Master die Möglichkeit, weitere berufsqualifizierende Inhalte mit aufzunehmen, sodass also der Name Diplom eigentlich nichts zur Sache tut. Wir haben ein gutes System, können es ausbauen, und alles andere wäre ein Rückschritt. Jetzt alles zurück, Marsch, halten wir für den falschen Weg. Wenn wir gute Bachelor- und gute Masterstudiengänge haben, mit einem besseren Übergang auch zwischen Bachelor und Master, wenn wir mehr Mittel in die Hochschulpolitik finanzieren, die Studierenden besser unterstützen, mehr Möglichkeiten für Internationalität an den Hochschulen schaffen, ist das, glaube ich, der richtige Weg. Zurück zu den alten Abschlüssen halte ich für keine gute Idee. Ja, das ist eine Forderung, die klingt sehr charmant, zurück zum Diplom. Aber wenn wir uns mal den Bologna-Prozess, der Ursprung war, genauer betrachten, dann wurde damals in Bologna festgelegt, dass wir innerhalb in Europa unseren Studierenden die Möglichkeit geben, a, mobil zu sein und b, auch vergleichbare Abschlüsse zu machen. Deswegen hat man sich für Bachelor und Master entschieden. Wir hören aus der Wirtschaft irgendwie Trauer, dass es den guten alten Diplomingenieur nicht mehr gibt. Und wir wollen das durchaus aufgreifen und sagen, jawohl, ein Diplomingenieur hat einen anderen Klang, hat auch eine andere Qualität als der Bachelor. Und wir sollten dieses Diplom wieder ins Spiel bringen. Hochschulen sollten das Bewährte wieder anbieten dürfen. Dafür kämpfen wir. Die Staatsregierung und die CSU sind die Totalblockierer der Energiewende. Diesen Vorwurf machten unlängst die bayerischen Grünen im Landtag. Stimmt gar nicht, empörte sich die CSU. Wir haben in Bayern die meisten Photovoltaikdächer, wir haben die meisten Windkraftstandorte, zumindest viel mehr als in Württemberg. Wir entwickeln die Wasserkraft. Und vielleicht brauchen wir gar keine Stromtrassen, weil wir selber genügend eigenen Ökostrom produzieren. Eine äußerst lebendige Diskussion im Landtag. Nun, am Anfang hatte man den Eindruck nach Fukushima, dass auch die CSU, die Staatsregierung, etwas bewegen will hin in regenerative Energien. Aber wenn man sich jetzt die letzten Monate, ja die letzten Jahre anschaut, dann merkt man, dass vieles zurückgedreht wird, dass
viel blockiert wird. Das gilt für die Windkraft, das gilt aber natürlich auch für andere Energieträger. Und insofern hat man das Gefühl, dass nur noch gebremster Schaum im Schlauch der Staatsregierung ist. Ja, das sieht man an allen Ecken und Enden, dass hier blockiert wird. Ich meine, es ist einfach traurig, diese 10H-Regelung. Es ist einfach in der Bundespolitik so, man hat einfach das Gefühl, die Energiewende will keiner mehr. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wir Grüne haben die Energiewende vorangebracht. Ohne uns gab es die wahrscheinlich noch gar nicht. Und ich finde es schon sehr traurig, was da inzwischen passiert ist, vom Atomausstieg, wieder Einstieg, wieder Ausstieg und so weiter. Ich meine, klar, ohne Plan und ohne irgendein Ziel wird das Ganze nichts. Ja, es ist schon immer wieder witzig, welche Themen die Grünen herauskramen. Wenn man bei uns in Bayern Energiewende anschaut und das mit Baden-Württemberg vergleicht, zum Beispiel in Sachen Windenergie, wo wir ja die großen Vorwürfe immer kriegen. Hier sind wir um Längen voraus, Baden-Württemberg ganz weit hinten. Ich denke, die Grünen sollten mal vor der eigenen Haustür kehren und uns in Ruhe unsere Energiewende machen lassen, denn das haben wir nämlich auch führend und das werden auch die Grünen irgendwann einmal akzeptieren müssen. Da braucht man, glaube ich, gar nicht streiten. Selbst der Verband der Bayerischen Wirtschaft und andere wichtige Akteure in der Wirtschaft fordern endlich ein klares Konzept für Bayern. Und die sind wahrlich nicht verdächtig, etwa für die SPD oder die Grünen zu sprechen. Wir haben Stillstand in der Windkraft erreicht durch die Seehofer-Entscheidung. Wir haben bei den Pumpspeicherkraftwerken ein Nein von der Regierung. Wir haben bei den Stromleitungen ein Nein, aber keine Alternativen. Also mehr Regierungsverweigerung wie in dem Bereich geht gar nicht. Ich halte diesen Vorwurf, von einer Totalblockade in der Energiewende zu sprechen, für absolut abenteuerlich. Sie nehmen ja als Beispiel unsere 10H-Regelung bei den Windrädern. Da muss man nur mal, da reicht ein Blick nach Baden-Württemberg. Bayern hat ungefähr doppelt so viele Anlagen wie Baden-Württemberg. Bayern hat 24 oder 25 Anlagen in diesem Jahr bereits genehmigt, Baden-Württemberg 5. Der Grund ist für das Zurückgehen ist aus meiner Sicht, dass wir schon einen sehr hohen Besatz an Windrädern haben und natürlich nicht jede Gegend dafür geeignet ist. Also das ist schon eine sehr, sehr abenteuerliche Behauptung. Die Deutschen werfen im Jahr 82 Kilo Lebensmittel weg, Franzosen nur 40 Kilo. Dennoch hat es in Frankreich zu einer Gesetzesänderung geführt. Dort wird es den Supermärkten nicht mehr erlaubt, abgelaufene Lebensmittel wegzuwerfen. Sie stiften das den Tafeln. Und zu diesem Thema begrüße ich die landwirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen hier im Bayerischen Landtag, Gisela Sengel. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Frau Sengel, Sie sind Bio-Bäuerin, Sie bauen Gemüse an am Chiemsee. Wie fühlt man sich, wenn fast die Hälfte der weggeschmissenen Lebensmittel Obst und Gemüse sind in Deutschland? Ja, schrecklich. Also das ist einfach so, für jeden Urproduzenten ist das ganz furchtbar, weil da erkennt man eigentlich, wie gering die Wertschätzung ist gegenüber diesen Dingen. Ich meine, das ist in Deutschland überhaupt ein Riesenproblem. Eigentlich sind die Lebensmittel bei uns viel zu billig und alles, was billig ist, ist nichts wert und damit wird es weggeschmissen. Wo sind denn die Ursachen, dass wir doch so hohen Maße Lebensmittel wegwerfen? Ich glaube, das ist der eine Teil ist mal die mangelnde, ja, man kann schon fast sagen, es ist ein bisschen ein Mangel an Esskultur in Deutschland. Bei uns ist halt alles andere wichtig, aber Essen steht eigentlich an ziemlich unterer Stelle im Gegensatz zu Frankreich. Die haben jetzt gehandelt, obwohl sie nicht so viel wegschmeißen wie wir. Also daran sieht man schon mal, da hat das Essen, hat alles, was damit zu tun hat, viel mehr einen höheren Stellenwert. Es ist ja auch besonders günstig in Deutschland, Lebensmittel. Das ist ja auch der Grund. Ich meine, es war auch lang Politik in Deutschland. Für Essen soll man ganz wenig Geld ausgeben, dafür für die ganzen wunderbaren anderen Produkte. Also Autos, da haben wir immer Geld übrig beim Essen, da fangen wir schon gerade zum Sparen an. Bei der Milch, ich meine, da geht es oft bloß um ein Zehnerl. Jetzt sind wir natürlich in Sachen Lebensmitteln im Einkaufspreis sehr verwöhnt. Was würde denn passieren, wenn wir effizienter und besser das Lebensmittel verwerten würden? Dann sinkt die Inlandsnachfrage. Wir müssten nicht so viel kaufen. Ja, das ist ganz interessant, der Punkt, den Sie sagen, weil es heißt natürlich, es ist klar, wenn wir viel wegschmeißen, muss viel produziert werden, diese ewige Schleife des Wirtschaftswachstums, aber ist bei Lebensmitteln wirklich abzulehnen. Außerdem muss man auch sagen, die Werte stimmen ja so nicht, wir importieren ja sehr viel Lebensmittel und befriedigen eigentlich die Nachfrage, die bei uns besteht in Deutschland mit einheimischer Produktion nicht. Also das stimmt ja überhaupt nicht zusammen, ganz eklatant ist ja im Biobereich. Gesetzt den Fall, es gelingt uns, weniger Lebensmittel wegzuwerfen, weil wir besser kochen, weil wir bewusster damit umgehen. Wo geht denn dann in Bayern die Landwirtschaft hin? Immer schneller, immer mehr, immer effizienter zu produzieren, das ist ja dann in Frage gestellt.
Ja, das ist für mich sowieso der falsche Weg. Also ich denke, wir müssen uns jetzt auch entscheiden, wohin wir eigentlich wollen. Wollen wir jetzt gesunde Lebensmittel, regional produzierte Lebensmittel oder wollen wir standardisierte 0815-Ware letztendlich? Und das ist natürlich eine Frage von Genuss und Kultur. Für was entscheiden wir uns da? Es ist so, wir haben ja jetzt schon eine Überproduktion von Lebensmitteln. Unsere Landwirtschaft muss nicht mehr effizienter werden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Unsere Landwirtschaft muss endlich wegkommen von der ewigen Masse, sie muss hinkommen zur Qualität. Da sind Sie aber eigentlich sehr nah am CSU-Landwirtschaftsminister, der sagt, wir brauchen ein neues Bio-Siegel für Bayern, Qualität made in Bavaria. Der Landwirt darf ruhig ein wenig mehr verlangen, dafür muss eine andere Qualität drin sein. Ja, auf alle Fälle, unterstützenswert. Also, was richtig ist, muss man sagen, okay, das ist richtig, egal von welcher Partei das kommt. Jetzt sind wir aber in Bayern trotz alledem in der Landwirtschaft auf dem Weg zur Industrialisierung. Es werden große Ställe, Zuchtsauen, über 1000 Mutterschweine im Stall, ist überhaupt kein Problem mehr. Ja, daran sieht man eben, Brunner hat gute Ideen, aber wie schaut es dann mit der Umsetzung aus? Das ist ja das große Problem der Landwirtschaftspolitik in Bayern, die auch sehr dominiert wird vom Bauernverband. Und der Bauernverband hat bis heute die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Der Verbraucher und die Verbraucherin, die wollen eigentlich schon lange was anderes. Und die Landwirtschaft rennt immer noch hinterher in noch größer, noch mehr. Der falsche Weg, ich kann ihnen auch nicht helfen. Ich meine, das sieht man jetzt mit dem Fallen der Milchquote. Die Bauern sind jetzt gezwungen, nur noch auf Masse zu setzen, weil der Milchpreis extrem gesunken ist. Das kann nicht der richtige Weg sein. Ein Ventil gibt es dennoch, und zwar die überschüssigen Lebensmittel, die woanders nicht mehr gebraucht oder weggeworfen werden, landen sehr häufig, Tendenz steigend, bei den bayerischen Tafeln. Kann das der Weg in die richtige Richtung sein, dass man den Bedürftigen, die weniger Geld zur Verfügung haben für Essen, für gutes Essen, überhaupt für Essen, dass man denen das aufbereitet? Das kann der richtige Weg sein, so wie es momentan läuft. Okay, kann man so machen, aber man muss schon mal sagen, man muss eigentlich grundsätzlich da was verändern. Man muss eigentlich auch die Einstellung zu Essen und zu Lebensmitteln ändern, und da fängt es halt schon in der Schule an. Da war es halt ganz wichtig, dass man wirklich in der Schule quasi eigentlich also ein Fach wieder einrichtet, Kochen und Ernährung. Woher kommt denn das? Wie wird das produziert, was wir essen? Und da wäre es ganz wichtig, dass man da wieder anfangen in der Schule, und dann würde einfach die ganze Wertschätzung von Lebensmitteln einen anderen Stellenwert haben. Und man muss schon mal sagen, wie ernähren wir uns denn? Das geht auch auf Kosten vieler anderer Länder weltweit, unsere Art der Ernährung, also unsere übermäßige fleischdominierte Ernährung. Das wissen wir, dass die Futtermittel, die diese Tiere essen, werden woanders produziert, nicht bei uns. Und in diesen Ländern, wo diese Futtermittel produziert werden, so wie in Südamerika, das geht halt den Menschen vor Ort ab als Anbaufläche für ihre Produkte. Kann man das Thema in Bayern beginnend lösen? Auch in Bayern kann jeder Bürger seinen Schärferlein beitragen, indem er Lebensmittel nicht wegwirft, bewusster einkauft? Ja, klar, bewusster einkauft. Einfach schaut, wo wird das produziert. Die regionale Erzeugung stärken, die regionale Verarbeitung, die regionalen Vermarktung. Da ist natürlich die Politik gefragt. Ich meine, viele Sachen, die zum Beispiel verhindert wurden, auch von der CDU-CSU-Regierung, wie zum Beispiel die Ampelkennzeichnung, dass man weiß, was ist denn wirklich drin in Lebensmitteln. Oder wenn ich denke an die berühmte Gurkenverordnung, es war zum Beispiel auch so typisch, warum fallen viele Lebensmittel, die in der Urproduktion produziert werden, fallen ja schon mal am Feld weg, weil sie nicht dieser Normen entsprechen, die die Industrie verlangt. Also man kann sich an diesem Thema trefflich reiben. Vorhin waren wir sehr nahe an einer interfraktionellen Mehrheit. Frau Sengl, ich bedanke mich für dieses wichtige Thema zur Verfügung gestanden zu haben. Das ist ein Thema, das uns vielleicht auch irgendwann im Landtag beschäftigen wird, glauben Sie? Könnte sein. Also ich meine, wir haben ja da, also viele Kennzeichnungen sind ja bundesweit, da haben wir nicht so viel Einfluss drauf. Was man auf alle Fälle machen kann, ist Kampagnen, Image. Also da kann man natürlich was tun. Wir sind ja immer bemüht, wir sind ja auch als Politiker Vorbilder, alle öffentliche Institutionen sind Vorbilder, die könnten viel mehr Wert darauf legen, dass wirklich regional eingekauft wird, möglichst auch noch biologisch, und dann auch mal darauf aufpassen, dass man insgesamt schaut, was passiert denn auch in Wirtschaften. Das sind übrigens auch, wenn man seinen Teller nicht leer isst, wenn zu viel hergerichtet wird auf Buffets und so, wird alles weggeschmissen. Ist traurig. Es ist traurig. Wir haben ein Thema aufgegriffen, das vielleicht auch den Bayerischen Landtag erreichen kann. Frau Sengl, ich bedanke mich fürs Dasein zur Verfügung. Ja, gerne. Das war schon wieder hier bei Plenum TV, das Magazin für Oberbayern.